بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, heute wollen wir endlich weitermachen mit unserer Sira-Reihe, mit unserer Reihe über das Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir werden insha'Allah ta'ala heute über ein wichtiges Ereignis im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber insbesondere auch ein wichtiges Ereignis in der früh-islamischen Geschichte sprechen, an dem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam persönlich nicht direkt beteiligt gewesen war, lediglich die Erlaubnis gegeben hat für eine Hijra, eine Auswanderung. Und zwar nicht die Auswanderung, an der er sallallahu alaihi wasallam selbst beteiligt gewesen war, sondern eine Auswanderung, welche circa 8 Jahre vorher stattgefunden hat. Vor der Hijra von Mekka nach Medina. Es handelt sich um die Auswanderung einer Gruppe von Muslimen nach Al-Habasha. Die meisten gehen davon aus, dass mit Al-Habasha das heutige Äthiopien gemeint ist. Auf Deutsch sagt man Abessinien. Es gibt jedoch einige Forscher und Historiker, muslimische, welche davon ausgehen, dass es sich noch um Teile des heutigen Sudans handelt. Dass es sich noch um Teile des heutigen Sudans handelt, wahrscheinlich dann des Südsudans. Aber das Gebiet an sich war damals das Gebiet Abessinien. Ob das heute zum Staatsgebiet Südsudan gehört, oder eher zu Äthiopien, ist erst einmal unwichtig. Wichtig ist erst einmal, dass es diese Region ist. Warum mussten die Muslime auswandern? Wir hatten das letzte Mal eigentlich schon erzählt gehabt und auch erklärt gehabt, als wir nämlich darüber sprachen, wie die Muschrikun, die Götzendiener, auf die Verkündung, die öffentliche Verkündung der Botschaft des Islam reagiert haben. Und zwar haben sie sehr heftig reagiert. Sie haben mit teilweise sehr starker Gewalt reagiert. Sie haben mit Verfolgung, insbesondere der schwachen Muslime, reagiert. Und wir haben einige Beispiele erwähnt gehabt, wie beispielsweise das Beispiel von Bilal oder von Khabbab ibn al-Arad, welche zu jenen gehörten, die am stärksten geprüft wurden. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, dass einige dabei sogar ihr Leben gelassen haben und gestorben sind aufgrund der Qualen, wie beispielsweise Sumayya, die Mutter von Mus'ab ibn Umayr, ebenfalls ihr Ehemann. Und dass manche die Qualen nicht mehr aushalten konnten, wie beispielsweise, nicht Mus'ab ibn Umayr, Ammar ibn Yasir meinte ich, die Mutter von Ammar ibn Yasir, ich korrigiere mich, und der Vater von Ammar ibn Yasir. Und dass einige wie Ammar ibn Yasir diese Qualen nicht mehr ertragen konnten, in diesem Moment schwach wurden und das taten, was ihre Peiniger von ihnen verlangten, nämlich, dass sie sich mit ihrer Zunge vom Glauben abgewandt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin einen Vers offenbart in Surat An-Nahl, in dem er aufzeigt, dass diejenigen, welche mit ihrer Zunge Kufr begehen, aber ihre Herzen gefestigt sind im Glauben, Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür nicht belangen wird, solange sie gezwungen werden. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Wer Unglauben begeht gegenüber Allah, nachdem er geglaubt hat,
Illa, jetzt kommt die Ausnahme, man ukri. Außer jemand, der gezwungen wurde. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Aber sein Herz ist mit Iman gefüllt und ist fest im Glauben. Das ist eine Ausnahme. Aber viele der Gelehrten haben aufgezeigt, dass derjenige, der geduldig ist und der standhaft bleibt und nicht schwach wird, obwohl es menschlich ist, in solchen Situationen schwach zu werden, bei Allah subhanahu wa ta'ala eine vielleicht noch höhere Stellung hat als jemand, der dann sich auf diese Ausnahmeregelung und diese Erleichterung stützt. Und wir haben auch einige Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auch in späteren Zeiten, welche in solchen Situationen, wo sie gefoltert wurden, auf schlimmste Weise, ja regelrecht ihre Körper zerschnippelt wurden, trotz alledem standhaft geblieben sind. Ein Beispiel ist das Beispiel von dem Sahabi Habib ibn Zayd al-Ansari. Habib ibn Zayd al-Ansari, er wurde vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu Musaylima al-Kadhab geschickt. Wer war Musaylima al-Kadhab gewesen? Es war ein Lügenprophet, der in Medina erschienen ist und der behauptete, dass er ebenfalls Prophet sei wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schickte ihn als Boten zu ihm. Und als er bei ihm ankam, fragte Musaylima ihn, أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ. Bezeugst du, dass Muhammad ein Gesandter ist? Woraufhin er sagte, ja. أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. Und bezeugst du, dass ich auch ein Gesandter Allahs bin? Oder der Gesandte Allahs bin? Woraufhin Habib ibn Zayd jedes Mal, wenn er das fragte, was sagte und was antwortete? لا أسمع, ich höre dich nicht. Ich verstehe nicht, was du sagst. Also ein auf dumm getan. Und jedes Mal, wenn er dies sagte, haben sie einen Teil seines Körpers amputiert. Sie haben ihn so lange regelrecht zerschnitten, bis er zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist. Er hätte theoretisch in solch einer Situation was machen können. Er hätte theoretisch auch diese Ruchse annehmen können. Aber er hat diese Erleichterung nicht angenommen, weil in dieser Situation wollte er zeigen, dass er ein stolzer Muslim ist. Und es gibt manchmal Situationen, wo es wirklich wichtig ist, auch diesen Stolz zu zeigen. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen werde, weil wir sonst nicht vorankommen werden in unserem Stoff. Aber Situationen, wo auch manchmal verlangt ist von dem Muslim, dass er standhaft bleibt. Aber er hätte theoretisch diese Ruchse annehmen können. Und das zeigt noch einmal, wie fest diese Menschen, ob Männer oder Frauen, in ihrem Glauben gewesen sind und dass sie nichts, auch wirklich gar nichts von ihrem Glauben abbringen konnte. Aber der Druck erwuchs. Und immer wieder kamen die Muslime zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagten, oh Gesandter Allahs, willst du nicht endlich an unserer Seite stehen? Willst du nicht endlich Allah bitten, dass er an unserer Seite steht? Entschuldigt. Willst du nicht endlich Allah bitten, dass er dem ein Ende setzt? Können wir uns nicht in irgendeiner Weise wehren? Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte noch nicht die Erlaubnis gehabt, sich zu wehren. Die Erlaubnis, sich zu wehren, kam erst wann? Kurz vor der Hijra. Surat al-Hajj. أُذِّنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Denjenigen, welche bekämpft werden, wurde erlaubt, die Erlaubnis erteilt. Die Erlaubnis zu was? Das wird hier nicht erwähnt, aber es ist klar. Sich zu wehren. Weswegen? Weil sie unterdrückt werden. Weil ihnen Unrecht geschieht. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Macht dazu, sie auch wirklich zu unterstützen und sie zum Sieg zu führen. Das war wahrscheinlich während der Hijra gewesen, nach Medina. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch überhaupt keine Erlaubnis, sich zu wehren. Und wieder sehen wir, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hält sich an das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Er überschreitet nicht die Grenzen Allahs. Und jetzt, nachdem immer wieder die Muslime zum Propheten kommen, offenbart Allah subhanahu wa ta'ala
circa im fünften Jahr nach der Bi'tha. Was heißt nochmal Bi'tha? Wenn wir sagen nach der Hijra, ist klar, nach der Auswanderung. Was ist nach der Bi'tha? Was? Nachdem er Prophet wurde, richtig. Nach der Verkündung der Botschaft, also sozusagen nachdem er zum Propheten berufen wurde. Circa fünf Jahre danach wird in dieser Situation, in dieser schwierigen Situation, eine sehr wichtige Sura offenbart. Alle Suren des Korans sind wichtig. Aber diese Sura ist besonders wichtig. Und dementsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns verlangt, diese Sura jeden Freitag zu lesen. Welche Sura ist das? Sura al-Kahf. Diese Sura wird in dieser Situation offenbart. Und sie beinhaltet drei Geschichten. Es gibt noch einige Geschichten mehr, aber drei Grundgeschichten. Die erste Geschichte ist die Geschichte, welche dieser Sura ihren Namen gegeben hat. Nämlich welche? Die Geschichte der Leute der Höhle. Der Jugendlichen, welche in einer Höhle gewesen, Ashab al-Kahf. Und diese Geschichte beschreibt genau die Situation, in der sich die Muslime selbst befunden haben. Die Muslime wurden verfolgt, genauso wie die Ashab al-Kahf verfolgt wurden. Die Muslime mussten sich im Haus von Al-Arqam, Ibn Abi al-Arqam verstecken. Und wir hatten auch vor, glaube ich, zwei Unterrichten und Einheiten erklärt gehabt, warum gerade das Haus von Al-Arqam, Ibn Abi al-Arqam. Gibt es viele Gründe für. Sie mussten sich verstecken, damit sie dort ihren Glauben lernen können. Ähnlich wie die Ashab al-Kahf, welche sich in einer Höhle verstecken mussten. Mit anderen Worten, sie mussten mit ihrem Glauben fliehen. Und wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt die Situation der Ashab al-Kahf. Und interessant ist, wie die Geschichte der Ashab al-Kahf ausgeht. Wir können natürlich jetzt nicht die gesamte Geschichte erzählen, aber wie geht die Geschichte aus? Was geschieht am Ende dieser Geschichte? Nachdem sie in der Höhle sind und dort über 300 Jahre schlafen, was geschieht? Sie wachen auf und was ist? Plötzlich hat sich alles geändert. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Plötzlich sind die Menschen gläubig. Die Menschen haben den Glauben angenommen. Sie sind am selben Ort, wo sie vorher gewesen sind. Nur einige Jahrhunderte später und schon hat sich die gesamte Situation verändert. Und was sagt mir das als Muslim, wenn ich in solch einer Situation bin? Und es gibt Muslime heutzutage, die befinden sich in solchen Situationen. Und dementsprechend, den Koran, den kann man auf all, der ist heutzutage für die Muslime genauso aktuell wie damals. Weil der Koran, er bezieht sich auf Leute und er spricht Leute an, die unterdrückt werden. Er spricht aber auch gleichzeitig Leute an, die in einer Situation leben wie wir. Und er spricht auch gleichzeitig Leute an, welche in einer Machtposition sind. Und dementsprechend die anderen Geschichten, welche wir in Surat al-Kahf haben, sind unter anderem die Geschichte von Musa und Al-Khidr. Und was lernen wir? Was ist die wichtigste Lehre, welche wir aus der Geschichte von Musa und Al-Khidr entnehmen können? Was würdet ihr sagen? Was ist die wichtigste Lehre überhaupt? So wie sie der Koran berichtet, ohne dass wir jetzt das Hintergrundwissen kennen von der Geschichte. Ja, es gibt immer jemanden, der mehr Wissen hat. Aber was ist das für Wissen, was wir hier haben in dieser Geschichte? Geduld. Aber was ist das, die drei Geschichten, die drei Situationen, in denen sich Musa alaihi salam mit Al-Khidr befindet, die haben doch alle eine gemeinsame Lehre. Was ist diese gemeinsame Lehre? Das mit dem Schiff, das mit dem Jungen, der getötet wird, das mit der Mauer, die errichtet wird. Was ist das bindende Glied all dieser drei Geschichten? Weisheit, was würdet ihr sagen? Schwestern, habt ihr eine Idee? Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Dass die Dinge nicht immer so erscheinen, wie sie wirklich sind. Das ist doch genau das, Musa alaihi salam, er sieht etwas, was nur äußerlich ist. Aber er sieht nicht, was dahinter steht. Weder beim Schiff, noch bei dem Jungen, noch bei der Mauer, die errichtet wird. Und was macht Khidr alaihi salam? Khidr alaihi salam, er erklärt ihm, was das Wissen ist, was er nicht hatte.
sodass jetzt alles, was Al-Khidr alayhi salam getan hat, plötzlich Sinn macht. Und die Gläubigen in solch einer Situation, sie stellen sich genau diese Frage. Wir befolgen doch die Wahrheit. Das ist doch der Gesandte Allahs, der unter uns ist. Wieso werden wir dann verfolgt? Wieso werden wir unterdrückt? Warum kommt nicht endlich der Sieg? Warum kommt keine göttliche Unterstützung? Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 5 Jahre in Unterdrückung zu leben, ist nicht einfach. Und es kommen noch 8 weitere Jahre hinzu. Das ist mehr als ein Jahrzehnt. Das kommt für den Menschen, der sich mittendrin befindet, wie eine Ewigkeit vor. Und wie wir auch wissen, ihr müsst immer sagen, wann Maghrib ist, wie wir auch wissen und wie wir auch selbst immer wieder erleben in unserem Leben, schöne Situationen vergehen relativ schnell, oder? Ich bin in Urlaub, die Zeit vergeht schnell. Aber schwierige Situationen vergehen wie eine Ewigkeit. Du hast das Gefühl, die endet überhaupt nicht. Es kann ein einziger Moment sein und du hast das Gefühl, es handelt sich hier um Stunden, obwohl es nur ein einziger Moment ist. Und wie gesagt, diese zweite Geschichte, die Allah Ta'ala in dieser Situation offenbart hat, ist eine Geschichte, die nochmal den Gläubigen was sagt? Die Situation ist nicht immer so, wie ihr glaubt. Es geschehen Dinge im Hintergrund, die ihr gar nicht kennt, die ihr nicht sehen könnt. Und dementsprechend habt Geduld. Und das gilt auch für uns alle. Das gilt auch für uns alle. Manchmal geschehen Dinge in der Welt, wo wir sagen, wann kommt endlich die Unterstützung Allahs? Wann ändert sich die Situation in der islamischen Welt? Wann hat das Leid im Jemen, in Syrien, im Irak, ja, diese ganze Unterdrückung in Palästina und so weiter, und wann hat das endlich ein Ende? Und Allah Ta'ala, er offenbart diese Sura mit dieser Geschichte und zeigt uns auf, manchmal sind die Dinge anders, als ihr sie seht, weil ihr nicht wisst, was noch geschieht im selben Moment. Und dann kommt die dritte Geschichte, der Hauptgeschichten von Surat Al-Kahf. Und das ist welche? Die Geschichte von? Ja? Von Dhulqarnayn. Um worum geht es in dieser Geschichte von Dhulqarnayn? Um einen Herrscher, der Macht hat. Warum erwähnt Allah Ta'ala dies? Weil er ihn aufzeigen möchte. Aus der Unterdrückung kann auch was werden? Kann auch irgendwann einmal was werden? Eine Situation, wo die Muslime in der Machtposition sind. Ihr müsst euch nur gedulden. War das Hannibal? Das wissen wir nicht, wer das gewesen war. Es gibt da viele Spekulationen. Weniger Hannibal, sondern manche sagen Alexander der Große. Gibt es lange Spekulationen. Es gibt noch andere Namen, die in diesem Kontext erwähnt werden. Allahu a'lam. Wichtig ist einfach, dass Allah Ta'ala den Muslimen in dieser schwierigen Situation der Unterdrückung jetzt Hoffnung gemacht hat. Und deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir dürfen niemals aufgeben. Und gleichzeitig hat Allah subhanahu wa ta'ala auch einige Verse aus Surat Az-Zumar offenbart. Und in Surat Az-Zumar gibt es einen Vers, und zwar den Vers Nummer 10, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا. Für jene, welche im diesseitigen Leben Gutes tun, wird es auch Gutes geben, also im Jenseits. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, وَأَرُضُ اللَّهِ وَاسِعَةً. Und die Erde Allahs, die Erde Gottes ist weit. إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Und die Geduldigen, sie werden ihren Lohn vollständig ohne jegliche Abrechnung erhalten. Was sagt uns Allah Ta'ala? Oder was sagt Allah Ta'ala den Muslimen in dieser Zeit? Die Erde Allahs ist weit. Wenn ihr hier euren Glauben in Mekka nicht praktizieren könnt, dann sucht euch nach einem anderen Ort oder schaut nach einem anderen Ort, wo ihr euren Glauben praktizieren könnt. Und in dieser Zeit gibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muslimen die Erlaubnis, dass sie auswandern dürfen. Und zwar wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es in Abessinien zu dieser Zeit einen Herrscher gab und die Herrscher hießen Negus, auf Arabisch Najashi, das ist der Titel gewesen, genauso wie Kaiser ein Titel ist. Ja? Aber jeder Kaiser hat nochmal seinen eigenen Namen. Und der Negus
Zu diesem Zeitpunkt, er hieß Asmaha, er soll ein gerechter Herrscher gewesen sein. Er war Christ, wahrscheinlich orthodoxer Christ, also es sind nicht wahrscheinlich, es sind orthodoxe Christen gewesen. Und er war bekannt gewesen für seine Gerechtigkeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erlaubte nun den Muslimen, dass sie Mekka verlassen durften, um nach Abessinien auszuwandern. Allah subhanahu wa ta'ala, er hatte also in dieser Zeit mehrere Verse herabgesandt in unterschiedlichen Suren, welche den Muslimen aufzeigen, dass sie nicht an einen Ort gebunden sind. Und dass ich als Muslim auch bereit sein muss, für meinen Glauben, der absolute Priorität in meinem Leben hat, etwas zu opfern, selbst wenn es meine eigene Heimat sein sollte. Und das ist im Übrigen nicht einfach. Und es gibt eine schöne Geschichte, die noch einmal aufzeigt, dass gerade diejenigen auch, welche als erstes ausgewandert sind, das nicht gemacht haben, weil es ihnen einfach nur dadurch leichter fällt, den Glauben auszuleben, sondern dass das auch wirklich mit einer großen Aufopferungsbereitschaft verbunden gewesen war. Und zwar gibt es dieses schöne oder diese schöne Begebenheit zwischen einer Dame, einer Sahabiyya, welche ausgewandert war nach Abessinien, und dem zweiten Kalifen des Islam, Umar ibn Khattab, aber noch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Sahabiyya heißt Asma bint Umays. Asma bint Umays ist die Ehefrau von wem gewesen? Weiß es jemand? Asma bint Umays ist die Ehefrau von? Ja, einige müssten das wissen, die... Ja? Ja'far ibn Abi Talib. Und auf jeden Fall, Asma gehörte zu jenen Frauen, welche nach Abessinien ausgewandert waren. Und ein Teil dieser Auswanderer kam erst im 7. Jahr nach der Hijra. Also schaut mal, wie viele Jahre. Nach Medina von Abessinien. Und auf jeden Fall kam es dann zu einem Gespräch zwischen Umar ibn Khattab und zwischen Asma bint Umays. Und sie unterhielten sich miteinander. Und Umar meinte wahrscheinlich so ein bisschen aus Spaß, wir sind besser als ihr. Wir sind besser als ihr seid. Warum? Wir haben an der Seite des Propheten gestanden. Wir haben ihn unterstützt, während ihr schön hier euch aus dem Staub gemacht habt. So nach dem Motto. Ja, und dann euren Glauben leben konntet. Wahrscheinlich hat er das aus Spaß gesagt oder so ein bisschen ironisch gemeint. Aber Asma hat diesen Spaß überhaupt nicht gut gefunden, gar nicht. Und sie wurde richtig sauer. Und sie sagte zu Umar ibn Khattab radiallahu anhu, während wir alles hinter uns gelassen haben und nach Abessinien mit unserem Glauben geflohen sind, worin ja auch eine Weisheit lag, weil es hätte nämlich sein können, dass die Muslime keinen anderen Ort finden als Abessinien. Und dass sie dort schon einmal leben und für die Muslime etwas vorbereiten. Es hätte ja auch sein können, dass der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, nach Abessinien auswandern muss. Während ihr mit dem Propheten sein konntet, ihr euch immer an ihn wenden konntet, von ihm lernen konntet, mussten wir an einem fremden Ort sein. Bei Allah, ich werde zum Propheten gehen und ich werde ihn darüber in Kenntnis setzen, was du gesagt hast. Und ich werde weder zu viel erzählen, noch zu wenig. Ich werde genau das übermitteln, was du mir gerade gesagt hast. Woraufhin dann erstmal zum Propheten ging und ihm erzählte, was Umar ibn Khattab ihr gesagte. Und der Prophet sah es und dann schmunzelte und sagte, ihr habt zwei Hijra, während die anderen nur eine Hijra haben. Und sie war glücklich gewesen. Sie war so glücklich gewesen, weil das war mit Strapazen verbunden. Es ist nicht einfach, deine Heimat hinter sich zu lassen. Und das sehen wir auch heutzutage. Guckt euch mal die Flüchtlinge an jetzt, die aus Gründen vom Krieg ihre Heimat verlassen mussten. Wir wissen, obwohl sie alles hier haben, sie können hier ihren Glauben frei leben, alles, aber wir wissen, wie schwierig es ihnen fällt, hier zu leben, obwohl Deutschland ein reiches Land ist.
und sie alles bekommen, sogar Geld vom Staat bekommen, alle Unterstützung bekommen, aber es fällt ihnen schwer und sie haben Sehnsucht zu ihrer Heimat. Und das, obwohl es ihnen so gut geht. Und dann kann man sich vorstellen, wie es sein muss, in der Zeit des Propheten ausgewandert zu sein, wo es vielleicht keine soziale Hilfe gibt, wie wir sie heutzutage kennen, wo du in einer völlig fremden Umgebung bist und dies nur einzig und allein aus deinem Glauben getan hast. Und wie gesagt, es war nicht einfach gewesen. Hijra ist immer mit Opfer verbunden. Hijra bedeutet, dass ich bereit sein muss, als Muslim etwas zu geben, auf etwas zu verzichten, auf meine liebsten Menschen, auf meine Heimat zu verzichten. Und zwar in diesem Fall ausschließlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Hijra, und wir haben vor einigen Wochen über die Hijra gesprochen, aber nur ganz kurz nochmal als Erinnerung, diese Hijra, welche dann die Muslime unternommen haben, auf die wir gleich noch genauer eingehen werden, nach Abessinien, sie zeigt uns noch einmal auf, dass jeder Muslim bereit sein sollte, für seinen Glauben etwas zu opfern. Und dass der Glaube für einen Muslim im Leben immer das höchste und das wichtigste Gut überhaupt ist, was er besitzt. Und er bereit ist, für seinen Glauben, auf sein Vermögen, auf seine Familie, auf seine Heimat, auf seine Gemütlichkeit, auf seinen Luxus, auf all diese Dinge zu verzichten. Das ist das, was der Glaube aus einem Menschen machen sollte. Und hieran kannst du dich selbst messen. Wärest du bereit, für deinen Glauben zu opfern? Ja, bist du vielleicht schon einmal in Situationen gekommen, wo du opfern musstest, aber es nicht getan hast oder getan hast? All diese Fragen musst du dir stellen. Wie oft sind wir bereit, etwas zu opfern für weltliche Dinge? Wir opfern unseren Schlaf, damit wir mehr Geld verdienen können. Sind wir bereit zu? Wir sind bereit, teilweise um 4 Uhr morgens aufzustehen, nur damit wir pünktlich zur Arbeit kommen. Weil ich weiß, dass ich dort gutes Geld verdiene. Bin ich bereit, für meinen Glauben und für Allah auch in der Nacht aufzustehen, um beispielsweise, und ich rede jetzt nur von der Pflicht, das Fajr-Gebet zu vollziehen? Das ist ein ganz kleines Beispiel. Ein ganz kleines Beispiel. Ich bin bereit, auf Schlaf zu verzichten, nur damit ich mich am Abend mit meinen Freunden in einem Shisha-Café treffen kann. Wo wir uns dann unterhalten und das ist gerade so schön und es macht so Spaß, dass ich, obwohl ich weiß, dass ich am nächsten Morgen früh aufstehen muss, trotzdem erst um 2 Uhr nachts nach Hause komme. Bin ich bereit, vielleicht auch mal für die Moschee, wenn es um Arbeit geht, in der Moschee, in der Gemeinde, meinen Schlaf zu opfern? Oder bin ich dann der Erste, der geht, weil ich sage, ich habe morgen Arbeit? Obwohl alle anderen auch Arbeit haben. Das sind alles Fragen, die du dir stellen musst. Das sind jetzt kleine Beispiele aus dem Alltag. Wir reden hier nicht über diese großen Opfer, welche diese Muslime dargebracht haben. Sie haben alles hinter sich gelassen. Denk darüber nach. Damals, wenn du ausgewandert bist, hattest du keinen Kontakt mehr. Heutzutage hast du Kontakt über WhatsApp, über Imo, über Telegram, über Facebook, über was ich was für Kanäle und soziale Netzwerke. Kostenlos, du kannst jederzeit kostenlos per Video mit deiner Familie sprechen, obwohl du dich an einem ganz anderen Ort befindest. Damals gab es nicht einmal das Telefon und nicht einmal den Telegrafen, wo ich mich mal informieren konnte, ob es meiner Familie gut geht oder nicht. Das heißt, ich habe wirklich von einem Moment auf den anderen mit meinem alten Leben gebrochen, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Opfer. Und das ist das, was wir noch einmal lernen müssen. Aus diesen Geschichten, welche wir hier erzählen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wendet sich also an seine Gefährten, wie es Ibn Ishaq überliefert, in der Überlieferung von Salama. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna bi ardi al-habashati malikan la yuzlamu inda. In Abessinien gibt es einen König, bei dem man nicht unterdrückt wird und bei dem kein Unrecht geschieht. Falhaqu bi biladihi hatta yaj'al Allahu lakum farajan wa makhraja mimma antum fihi.
So geht, wandert aus in sein Land, auf das Allah Ta'ala euch einen Ausweg gibt aus der Situation, in der ihr euch befindet. Und sie haben das auch angenommen, dieses Angebot unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet blieb zurück. Warum? Weil er hatte noch nicht die Erlaubnis gehabt, auszuwandern. Mit ihm blieben auch einige andere zurück, ein Großteil der Gefährten. Und die erste Auswanderung nach Abessinien, die erste Gruppe, welche auswanderte, war eine kleinere Gruppe gewesen. Es waren wahrscheinlich 11 Männer gewesen und circa 4 Frauen. Es gibt auch andere Versionen, aber es war eine kleinere, überschauliche Gruppe gewesen. Und in dieser Gruppe befanden sich edle Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zu diesen Gefährten gehörte ein Ehepaar. Das erste Ehepaar, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, welches auf dem Wege Allahs nach Ibrahim und Lut alaihi wasallam auswanderte. Und zwar, um wen handelt es sich? Ja? Doch nicht? Um wen handelt es sich? Das erste Haus, die erste Familie, welche nach Lut und nach Ibrahim alaihi wasallam auf dem Wege Allahs auswanderten. Wer war das gewesen? Uthman ibn Affan mit seiner Frau Ruqayya bint Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan mit Ruqayya, der Tochter unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sind das erste Haus, welches auswanderte. Wer war der Anführer der Gruppe gewesen? Uthman ibn Maz'un, ein anderer Gefährte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ebenfalls Uthman hieß. Und zwar im Monat Rajab, das heißt im Monat Nummer 7, nach sozusagen im islamischen Jahr, im Jahre 5 nach der Bi'tha, also im Jahre 5, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Propheten berufen wurde. Aber nach kurzer Zeit kehrte diese Gruppe, welche es schaffte, wirklich über das Rote Meer zu fliehen, weil sie verfolgt wurden, nach Abessinien. Nach kurzer Zeit kehrten sie plötzlich wieder zurück. Warum? Was ist der Grund gewesen? Und zwar verbreitete sich ein Gerücht in Mekka zunächst erst einmal und dann über Mekka hinaus. Und es gelangte bis nach Abessinien. Und was war dieses Gerücht gewesen? Das Gerücht war, die Quraysh hätten den Islam angenommen. Wie kam das? Ich meine, sie wurden erst vor wenigen Wochen unterdrückt, verfolgt und jetzt plötzlich haben sie den Islam angenommen. Was ist geschehen? Weiß jemand, was das Ereignis gewesen war, was zu diesem Gerücht führte? Und zwar wird bei Al-Bukhari überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz plötzlich vor der Kaaba Verse aus Surat An-Najm rezitierte. Und als er dann an der Stelle ankam, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى, habt ihr nicht Al-Lat, die Göttin Al-Lat, und Al-Uzza gesehen, und die Göttin Al-Uzza, وَمَنَات, die dritte, ebenfalls eine weibliche Gottheit, وَمَنَات الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, die dritte in der Reihe von ihnen. Und als sie das gehört haben, diese Verse, bis zum Ende der Sura, wo es dann heißt, فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا, so werft euch vor Allah nieder und sozusagen dient ihm, sollen sich die Mekkaner, die das gehört haben, alle niedergeworfen haben. Mit Ausnahme von Abu Lahab. Das wird authentisch überliefert. Jetzt gibt es aber Überlieferungen, ganz, ganz wichtig, welche hier etwas hinzudichten. Nämlich, dass an diesen beiden Versen, die ich gerade vorher zitiert habe, mit den drei Gottheiten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeblich was getan hätte? Angeblich die Gottheiten gelobt hätte. Mit zwei weiteren Versen, die ihm der Shaitan auf die Zunge gelegt haben soll.
Hierzu gibt es Überlieferungen. Wir werden inshallah nächste Woche am Anfang des Unterrichtes kurz in 15 Minuten auf diese Überlieferung eingehen und aufzeigen, dass diese Überlieferungen alle fingiert und erfunden sind und dass das eine Lüge ist, welche über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbreitet wurde, selbst wenn es hier viele Überlieferungen gibt. Wichtig aber jetzt für uns heute, inshallah ta'ala, damit wir weiterkommen, aufgrund dieser Niederwerfung der Quraysh vor der Kaaba hat sich das Gerücht verbreitet, sie haben alle den Islam angenommen. Dabei haben sie den Islam gar nicht angenommen. Nein, vielleicht haben sie sogar behauptet, und das könnte ein Grund sein, weshalb auch diese Überlieferung entstanden ist, dass der Prophet angeblich ihre Gottheiten gelobt hätte. Vielleicht haben sie dann sogar behauptet, ja, er hat ja unsere Gottheiten gelobt und deswegen haben wir uns niedergeworfen. Weil sie nicht zugeben wollten, dass die Schönheit des Korans sie so überwältigt hat, dass sie nicht anders konnten, als das zu tun, was Allah Ta'ala von ihnen verlangt. So werft euch vor Allah nieder und dient ihm und sich an alle niedergeworfen haben. So überwältigt sind sie gewesen. Kennt ihr diese Videos? Die gibt es ja zu Genüge im Internet, wo Nicht-Muslimen, die kein Arabisch können, der Koran vorgespielt wird oder vorrezitiert wird und sie dann plötzlich anfangen zu weinen und ihre Emotionen gar nicht unter Kontrolle haben. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nur mit dem Unterschied, die Quraysh, die haben natürlich ganz genau verstanden, was Allah Ta'ala sagt. Und deswegen haben sie es auch umgesetzt. Und als dann die Muslime in Abessinien hörten, die Quraysh sind zum Islam übergetreten, haben sie was getan, haben sie sich sofort auf den Rückweg gemacht. Sie konnten das gar nicht erwarten. Sie waren voller Freude gewesen, glücklich gewesen, dass sie nicht so lange wegbleiben mussten. Aber als sie ankamen, haben sie gesehen, dass dies nur ein Gerücht gewesen war. Und dass die Unterdrückung nicht nur weiterging, sondern noch stärker wurde. Und sie noch stärker verfolgt wurden. Und die Quraysh jetzt wussten, dass einige von ihnen fliehen werden und Angst hatten, dass sich diese Religion, diese neue Botschaft auf der arabischen Halbinsel und so darüber hinaus verbreiten könnte. Und sie hatten sogar Angst gehabt, dass sie sich in Abessinien verbreiten könnte und der Negus eventuell diese Botschaft annimmt und somit die Quraysh gezwungen werden, regelrecht, dass sie akzeptieren, dass es eine neue Religion gibt. Und kurz darauf haben sich wieder einige Muslime zusammengetan. Diesmal war es eine noch größere Gruppe gewesen. Erstmal waren es nur 15 gewesen, 4 Frauen, 11 Männer. Und jetzt tut sich eine noch größere Gruppe zusammen. Und zwar über 80 Männer und circa 19 Frauen. Und hier gibt es auch unterschiedliche Zählungen. Und das liegt unter anderem daran, dass wahrscheinlich in manchen Zählungen die Kinder mitgerechnet wurden und in anderen Zählungen die Kinder nicht mitgerechnet wurden. Aber wir müssen ungefähr davon ausgehen, dass es sich um 83, 84 Männer handelte, also über 80 Männer und circa 19 Frauen. In manchen Überlieferungen heißt es 14 Frauen, 13 Frauen, das ist nicht ganz gesichert. Aber es waren ungefähr 100 Männer und Frauen gewesen, welche sich jetzt auf den Weg machten. Und sie machten sich auf den Weg und sie haben es auch geschafft, dann wieder nach Abessinien überzusiedeln. Und der König, der Negus, er empfing sie. Und er war wirklich gerecht gewesen. Es war nicht nur einfach ein Gerücht gewesen, dass er ein gerechter König ist, sondern er war wirklich gerecht gewesen. Und das zeigte sich in einer sehr schwierigen Situation für die Muslime. Nämlich die Quraysh, was machten sie? Sie schickten den Muslimen 2 intelligente Qurayshiten hinterher. Einer dieser beiden Qurayshiten ist wer gewesen? Sehr bekannt? Nein. Ja'far ist derjenige, der die Muslime angeführt hat. Ich rede jetzt über die Qurayshiten. Amr ibn As ist einer der beiden gewesen und der andere ist Abdullah ibn Abi Rabi'a gewesen. Amr ibn As war der Kopf von den beiden. Und sie nahmen
einige Geschenke mit. Und bevor sie diese Geschenke dem Negus übergaben, haben sie zuvor erst einmal seinen Ministern und den Bischöfen, das sind ja Christen gewesen, dann einige Geschenke übergeben und haben ihm gesagt, bei euch sind Leute von uns angekommen, welche einen falschen Propheten befolgen und wir bitten euch, dass ihr unser Anliegen unterstützt, indem ihr nämlich dem Negus sagt, dass er sie nicht hier aufnehmen darf. Und genau das taten sie auch. Aber der Negus ist gerecht gewesen. Und das ist der Unterschied zwischen einem gerechten Herrscher, der einfach das tut, was die Leute ihm sagen, der nicht einfach das tut, was die Leute ihm sagen, sondern der klare Maßstäbe hat, und jemandem, der schlechte Berater hat und auf diese schlechten Berater hört. Und zwar kommt es jetzt zu einer sehr, sehr schönen Begebenheit. Einer Begebenheit zwischen dem Negus und zwischen den Muslimen. Die Muslime, sie suchten sich einen Sprecher aus, jemanden, der gut sprechen konnte. Und dieser Sprecher ist Ja'far ibn Abi Talib gewesen. Und wir wollen uns einfach mal jetzt diesen Dialog anhören, wie Ja'far ibn Abi Talib es geschafft hat, dem Negus von seiner Botschaft zu erzählen, die er verinnerlicht hat. Und zwar wird jetzt Folgendes überliefert, dass Ja'far ibn Abi Talib sagte, Ayyuhal Malik, o König, kunna qawman ala shirk, wir sind ein Volk gewesen, welches Götzendienerei betrieb. Na'budu al-Authan, wir dienten Götzen, wa na'kulu al-Mayta, und wir aßen von verendeten Tieren. Wa nusi'u al-Jiwar, und wir haben unsere Nachbarn schlecht behandelt, wa nastahillu al-Maharim, und wir haben Dinge, die verboten sind, für halal erklärt und für erlaubt erklärt. Ba'duna min ba'din fi safkat dima'i wa ghayriha, und wir haben uns gegenseitig auch bekämpft und wir haben Blut vergossen. La nuhillu shay'an wa la nuharrimuhu, weder haben wir etwas für halal noch für haram erklärt. Also wir haben das getan, was wir wollten, und haben uns an keine Moral noch Regeln gehalten. Und jetzt sagt er, فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا. Allah, er hat daraufhin einen Propheten von uns selbst zu uns gesandt. نعرف وفاءه. Wir wissen, wie vertrauenswürdig er war. وصدقه, und seine Ehrlichkeit. وأمانته, ebenfalls eine Form von Vertrauenswürdigkeit. فدعانا, und er lud uns ein. فدعانا إلى أن نعبد الله وحده, dass wir alleine Allah dienen. لا شريك له, keinen Partner besitzt er. وَنَصِلَ الرَّحِمِ, und dass wir die Verwandtschaftsbande pflegen. وَنُحْسِنَ الْجِوَارِ, und dass wir unsere Nachbarn gut behandeln. وَنُصَلِّي وَنَصُومِ, und dass wir beten und fasten. وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَهُ, und dass wir niemandem anderen dienen. Ja'far ibn Abi Talib, er hat es geschafft, in diesen wenigen Worten den gesamten Islam zu erklären. Er hat angefangen mit was? Angefangen mit dem Tawhid. Und ganz, ganz wichtig, warum? Weil der Negus ist ebenfalls ein Monotheist gewesen. Er ist Christ gewesen, der an einen Gott glaubte. Und direkt danach legte er sehr, sehr großen Wert auf was? Auf all diese moralischen Aspekte. Und das ist etwas ganz Wichtiges in der Dauer. Auf der einen Seite müssen wir immer wieder erklären, worum es eigentlich geht, dieser Eingottglaube, aber das allein reicht nicht aus. Sondern ich muss den Menschen erklären, was dieser Glaube in meinem Leben bewirkt. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dieser Glaube, er verändert mich. Und dementsprechend hat er auch, bevor er überhaupt auf das Gebet und auf das Fasten eingegangen ist, worüber gesprochen? Darüber gesprochen, dass man die Verwandtschaftsbande pflegen soll. Darüber gesprochen, dass man seinen Nachbarn gut behandeln soll. Darüber gesprochen, dass man ehrlich und aufrichtig sein soll. Das ist das, was er in den Vordergrund gestellt hat. Etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir auch bei der Dauer benötigen. Auf der einen Seite erklären wir den Menschen, warum wir an Gott glauben. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch immer wieder aufzeigen, was der Glaube wirklich in uns bewirkt und aus uns macht. Und daraufhin fragte der Negus, Ja'far ibn Abi Talib, هل معك شيء مما جاء به؟ Hast du irgendetwas von dem, womit er gekommen ist? Und auf jeden Fall hat er dann noch die Bischöfe zu sich gerufen, dass sie alle auch zuhören, also die Geistlichen,
Woraufhin Ja'far ibn Abi Talib klar und deutlich sagte, ja, die Bischöfe und die Geistlichen sollten mitschreiben. Der Negus sagte darauf zu Ja'far, halumma fatlu alayya ma ja'abi. Komm und rezitiere mir vor, womit er gekommen ist. Und welche Sura wählte er aus? Mashallah. Surat Maryam. Ja, salam. Wie mutig und wie klug gleichzeitig. Wie mutig, wie ehrlich und wie intelligent und klug gleichzeitig. Er hat genau die Sura ausgewählt, welche in diese Situation auch passt. Die Sura, welche über das bindende Glied zwischen dem Negus als Christ und zwischen Ja'far ibn Abi Talib, dem Muslimen, ja, dann auch fungieren konnte. Die Sura, welche über die Rolle von Isa alaihi salam spricht und seine Stellung. Und als der Negus das hörte, konnte er nicht mehr und er fing an zu weinen. Und auch die Geistlichen, welche um ihn herum waren, fingen an zu weinen, bis ihre Bärte nass wurden, so wurde es überliefert. Und der Negus sagte daraufhin, inna hadha al-kalam, was für schöne Worte. Und ich meine, wir müssen davon ausgehen, er konnte keine arabische Sprache. Er hat es wahrscheinlich in der Übersetzung gehört. Ganz wichtig, ja, es wurde ihm wahrscheinlich übersetzt. Er konnte kein Arabisch. Inna hadha al-kalam, diese Worte, la yakhruju min al-mishkat allati ja'a biha Musa, kommt aus derselben Nische, aus, sozusagen, aus der auch das kommt, womit Moses alayhi salam gekommen ist. In tariqu rashidin, geht, möget ihr geleitet sein. Amr ibn As, er war dabei gewesen. Er konnte das nicht auf sich ruhen lassen. Und er sagte dann zu seinem Partner Abdullah ibn Abi Rabi'a, morgen werde ich dem Negus etwas erzählen, was sie entwurzeln wird. Also mit anderen Worten, was sie vernichten wird. Abdullah ibn Abi Rabi'a, als er das hörte von Amr ibn As, bekam er Mitleid. Und sagte, das sind immer noch unsere Verwandten, so etwas darfst du nicht tun. Er meinte, nein, ich werde es tun. Und am nächsten Tag ging er zum Negus und er bat um Einlass. Er sagte, was willst du, was hast du zu sagen? Und er sagte, o König, o Negus, weißt du, was sie über Maryam und über Isa alaihi salam sagen? Und der Negus sagte, nein, was sagen sie? Und er sagte, sie sagen über sie qawlan azima, eine schlimme Angelegenheit. Woraufhin der Negus noch einmal zu ihnen schickte und von Ja'far verlangte, dass er ihnen erklären soll, welche Stellung Isa alaihi salam in seiner Religion hat. Woraufhin Ja'far klar und deutlich und ehrlich, ohne Angst zu haben, außer vor Allah Ta'ala, zum Negus sagte, naqulu, wir sagen, huwa abdullahi wa rasuluhu, er ist der Diener Allahs und sein Gesandter, wa kalimatuhu und sein Wort, wa ruhuhu und sein Geist, alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul, er hat dieses Wort in Maryam geworfen, ja, al-Azra, die Jungfrau, al-Batul, die Jungfrau. Er hätte irgendetwas anderes erzählen können. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Ganz wichtig, in solchen Situationen, meine lieben Geschwister im Islam, ist es immer wichtig, dass wir die Wahrheit sagen. Zeig immer, wie du wirklich denkst und was du wirklich glaubst. Schäme dich nicht für deinen Glauben. Gerade heutzutage, wenn es um Arbeit geht, um eine Ausbildung, verstelle dich nicht. Verstecke deinen Glauben nicht. Es gibt viele Muslime, die das tun, weil sie Angst haben, dass sie da nicht akzeptiert werden. Weil sie Angst haben, dass sie eventuell ihren Job dadurch verlieren oder ihn erst gar nicht bekommen. Natürlich ist es schwieriger. Und das wusste auch Ja'far ibn Abi Talib, dass es schwierig sein kann. Es könnte auch sein, dass der Negus anders reagiert, oder? Aber wir werden gleich sehen, wie er reagiert. Er hat sehr positiv reagiert. Und er ist dadurch sogar Muslim geworden, weil er so ehrlich gewesen ist. Und dementsprechend, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du in Situationen kommst, wo es auch darum geht, dass du zeigst, woran du glaubst,
Dann sei ehrlich erst einmal gegenüber dir selbst und sei ehrlich gegenüber den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und meine Erfahrung sagt mir, in den meisten Fällen haben die Menschen Respekt vor dir. In den meisten Fällen haben die Menschen Respekt vor dir und einen noch viel größeren Respekt als jemand, der versucht, das zu verheimlichen und dann im Geheimen in irgendeiner Weise versucht zu beten oder seinen Glauben zu praktizieren. Sei von vornherein ehrlich. Genauso wie es Ja'far ibn Abi Talib gewesen ist, wir machen es jetzt schnell, insha'Allah ta'ala. Woraufhin der Negus antwortete, Ma ada Isa ibn Maryam mimma qulta hadha al-ud. Isa hat das, was du gerade beschrieben hast über seine Stellung, nicht ein wenig überschritten. Und was machte er? Er zeichnete eine Linie in den Boden mit einem Stock und er sagte, Isa hat nicht ein wenig das überschritten, was du gesagt hast. Er ist genau das, was du gesagt hast. Und er ist ehrlich gewesen, der Negus. Und als er das sagte, hörte er eine Unzufriedenheit bei den Geistlichen, weil das natürlich aus ihrer Sicht Kufr gewesen ist. Ja, das ist aus ihrer Sicht Heresie gewesen. So etwas kann man nicht sagen. Woraufhin er sagte, auch wenn ihr das nicht akzeptiert, ja, so ist es genau so, wie er sagte. Und das hatte verheerende Folgen für den Negus, weil wahrscheinlich dies dazu führte, dass es zu einem Aufstand gegen ihn gekommen ist. Und interessant ist, dass die Muslime bei diesem Aufstand und bei diesem Putschversuch gegen den Negus an seiner Seite gestanden haben und ihn unterstützt haben. Das kurz gefasst, der Negus ist zum Islam konvertiert, er ist Muslim geworden und als er gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina für ihn das Totengebet vollzogen und das ist auch die Grundlage dafür, dass wir Salat al-Ra'ib verrichten dürfen. Das heißt, dass wir als Muslime, wenn jemand stirbt, der nicht anwesend ist, trotz alledem das Totengebet für ihn vollziehen können. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, ob das nur eine Ausnahme war für den Negus oder ob das allgemeingültig ist. Da gibt es verschiedene Meinungen unter den Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, das war nur für den Negus gewesen. Manche sagen, das gilt nur für besondere Persönlichkeiten. Ja? Und Dritte sagen, das gilt nur sozusagen, wenn es keinen anderen Muslim gibt, der für ihn das Totengebet vollzogen hat. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber grundsätzlich ist es möglich, weil es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selbst vollzogen hat. Die Muslime, sie blieben in Abessinien, einige von ihnen kehrten zurück nach Medina oder gingen direkt nach Medina, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dorthin ausgewandert ist und sich dort niedergelassen hatte, aber ein Teil blieb bis zum 7. Jahr nach der Hijra bis zur Schlacht von Khaybar. Bis hierhin, insha'Allah ta'ala, machen wir heute. Nächste Woche, bi'ithnillahi azza wa jal, werden wir uns am Anfang mit dieser Geschichte der Ghalaniq, dieser Kraniche, beschäftigen, die wir gerade kurz nur angesprochen hatten, wo dem Propheten angeblich etwas auf die Zunge gelegt wurde. Das machen wir, weil diese Geschichte auch sehr verbreitet ist und viele sich immer wieder darauf stützen, dass der Prophet bereit gewesen war, dass er Kompromisse eingeht mit den Quraysh oder mit seinem Glaube Akzeptanz findet. Manche behaupten, ja, wie kann man dieser Offenbarung noch glauben, wenn der Shaitan sich einmischt und ihm irgendetwas auf den Zunge legt. Es könnte ja sein, dass es noch andere Verse im Koran gibt, die nicht vom Gott sind, sondern vom Shaitan sind. Also da gibt es viele Behauptungen und dementsprechend werden wir insha'Allah ta'ala nächste Woche am Anfang dann kurz darauf eingehen, um dann weiterzumachen, bi'idhnillahi azza wa jal.